Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Hygieneplan legt Regeln für Schulstart am Montag vor. Friedrichshain-Kreuzberg will Straßen fürs Spielen sperren. Und das Wetter? Morgen steigen die Temperaturen bei einem Mix aus Sonne und Wolken auf maximal 15 Grad. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 24. April 2020. Die Senatsverwaltung für Bildung hat den sogenannten Musterhygieneplan für Berliner Schulen veröffentlicht. So könnten die Schulen nach wochenlanger Schließung am Montag planmäßig wieder öffnen. Laut der Bildungssenatorin Sandra Scheres soll beispielsweise der Sportunterricht nur noch in eingeschränkter Form stattfinden. Theaterproben sowie der Schulchor sollen vorerst gar nicht mehr stattfinden. Zudem werde die Reinigung der Schulen hochgefahren. Die bereits bekannten Abstandsregeln von 1,5 Metern gelten sowohl auf dem Pausenhof wie auch im Klassenzimmer. Dem Hygieneplan zufolge muss deshalb auch auf Händeschütteln, Umarmungen und andere Berührungen verzichtet werden. Die Abstandsregel gilt auch für diejenigen, die freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Eine Maskenpflicht gelte in der Schule aber nicht. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg will ab dem 1. Mai bis zu 30 Straßen für Fahrzeuge sperren. An Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 12 bis 18 Uhr sollen die Straßen in der Nähe von Spielplätzen zum Spielen und für Fußgänger freigegeben werden. Das teilte das Bezirksamt am Freitag mit. Anwohner dürften die Straße aber noch passieren. Der Grund für die Sperrungen sei, dass so dem Bewegungsdrang von Kindern unter den Bedingungen des Infektionsschutzes besser nachgegeben werden könne. Die Spielplätze in Friedrichshain-Kreuzberg sollen ab dem 1. Mai stufenweise geöffnet werden. In einzelnen Fällen könne die Öffnung aber länger dauern, hieß es. Die Spielplätze waren wegen der Corona-Pandemie wochenlang geschlossen. Berlin feiert heute sein 100-jähriges Jubiläum als Großstadt. Nach den Worten des regierenden Bürgermeisters Michael Müller sei die Schaffung Groß-Berlins eines der bedeutsamsten Ereignisse der Stadtgeschichte. Der für den 25. April vorgesehene Festakt zum Jubiläum ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die Eröffnung der Groß-Berlin-Ausstellung im Märkischen Museum wurde ins zweite Halbjahr verschoben. Am 27. April 1920 wurde das Groß-Berlin-Gesetz verabschiedet, welches unsere Stadt zu einer der bedeutendsten Städte der Welt machte. Mit Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Oktober 1920 wurde Berlin mit seinen 3,8 Millionen Einwohnern nach New York und London zur damals drittgrößten Stadt der Welt. Die Berliner Polizei hat ihre Kontrollen zu den Corona-Verstößen verstärkt. 450 Polizisten seien in der Stadt unterwegs gewesen und hätten Geschäfte und Imbisse kontrolliert. Insgesamt stellte die Polizei dabei 73 Anzeigen aus. Begangene Straftaten seien neben den illegalen Öffnungen von Gastronomiebetrieben auch Ordnungswidrigkeiten wie zu geringe Abstände gewesen. Am Tag zuvor waren es noch 350 Polizisten und 42 Anzeigen. Insgesamt wurden seit Mitte März knapp 3.500 Verstöße geahndet. Kommen wir nun zu den Wetteraussichten. Die heutige Nacht wird recht kühl. Bei Temperaturen um die 7 Grad müssen Sie mit Windböen rechnen. Dabei erwartet uns ein sternenklarer Himmel. Viel schöner wird das Wetter auch am ersten Tag des Wochenendes nicht. Der Samstag beginnt mit Temperaturen von frischen 7 Grad. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken steigt das Quecksilber auf maximal 15 Grad. Wie auch die Tage zuvor bleibt es bis auf vereinzelte kurze Schauer trocken. Sonntag können wir uns wieder auf etwas besseres Wetter freuen, denn es wird wieder sonniger. Die Temperaturen klettern dabei auf 17 Grad und die Wolken des Vortages sind nur noch vereinzelt am Himmel zu sehen. Zum Wochenstart erwartet uns am Montag dann ein strahlender und trockener Frühlingstag mit bis zu 22 Grad. Auch der Dienstag startet bei gleichbleibend hohen Temperaturen, bis am Nachmittag der Himmel dann wieder zuziehen kann. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende und bis Montag.